Herzlich willkommen zu Heute schon gelesen. Heute mit einem etwas kontroversielleren Buch. Es heißt Das letzte Mal, ist bei Heine Hardcore erschienen und von Carla Zalante. Wir lernen darin den Koch Lupé kennen, der Gefängniskoch ist, in einem Hochsicherheitsgefängnis mitten in Texas, eines von den Gefängnissen mit Todestrakt. Aber schon im ersten Kapitel beobachten wir Lupé, wie er nicht einem Gefangenen sein letztes Mal bringt, sondern jemand ganz anderem, nämlich seinem Chef, dem Gefängnischef. Ja, und dorthin bringt er es, und als Lupé das Zimmer verlässt, liegt der nur mehr auf seinem Sessel, die Hände runterhängend und ganz flach atmend. Und dann ein großer Schnitt und wir erfahren, wie es dazu gekommen ist. Wir erfahren nun von Lupés Jugend und von seinem Werdegang als Gefängniskoch und wie er sich in die Sache verstrickt. Nicht leicht zu lesen, immer im Hintergrund diese Todesstrafe und das System der Todesstrafe in Amerika, aber dennoch ein empfehlenswertes Buch, und damit wünsche ich Ihnen einen guten Abend. Bis nächste Woche.